Ja, yo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute in Rhein unterwegs und werde Adams testen. Sieht man das? Ja, sieht man. Adams reine 2022 frische Urban Küche. Döner wieder an der Reihe. Ich habe gefühlt, glaube ich, 2-3 Wochen kein Döner gegessen. Das ist schon sehr, sehr viel für meine Verhältnisse. Danke nochmal für die Empfehlung. Ein Zuschauer hat es empfohlen, ein Abonnent. Und dann werden wir den auch abchecken. Bin gespannt. Hat, glaube ich, 4,8 Sternebewertung oder 4,9. Müssen wir mal schauen. Aber das ist schon eine Ansage. Und lass mal direkt reingehen. Ich habe übertrieben Hunger und bin sehr, sehr gespannt. Das ist der Chef, dich darf man noch sehen im Video, ja, oder? Ja, kann man, kurz darf man. Vorstellen, wie du heißt ja, ich bin der Engin Adam. Und deswegen auch der Name. Genau, Adam, ne? Deswegen auch Adams. Jede Dammerstelle, du bist da. Ich bin's ja nicht gewohnt. Aber das ist halt real. Das ist so witzig, wie aufgeregt du bist, ne? Hatte ich schon so oft, aber du musst keine Angst haben. Die Kamera weiß nicht. Was ist denn so am beliebtesten bei euch? Das frage ich eigentlich immer als Erstes. Was so relativ beliebt ist. Weil Döner muss sein bei mir. Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht noch irgendwas empfiehlst. Beim Döner? Ja, so, oder was anderes, was ist noch so gut? Auf jeden Fall veganen Bereich sind wir sehr stark. Pizza genauso. Veganen Döner macht ihr auch? Ja, veganen Döner machen wir auch. Vegane Pizzen. Ja. Bruschetta, da würde ich auch die Pizza Bruschetta empfehlen. Die ist mega. Ich mach das, macht ihr alles selber, Brot und so? Oder? Alles, nee, Brot lasse ich mir immer vom Bäcker, vom türkischen Bäcker, jeden Morgen frisch liefern. Mhm. Aber alles andere machen wir selber. Mhm. Auch die Soße machen wir komplett selber. Bis auf Joppi, das ist ein Zukauf. Mhm. Sonst Tzatziki, Knoblauchkräuter, Knoblauchscharf, Cocktail, Hummus, Vegan-Tzatziki und Esmer geht ja auch im Bereich vegan. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, ich bestelle den Döner, den klassischen. Da musst du einmal fragen, weil den klassischen, da würde aber jetzt kein Feta reinkommen oder, und kein Grillgemüse. Beim Berliner hast du Feta und Grillgemüse mit bei. Deswegen frage ich so. Ja, ja, nee, alles gut. Mach mal dann den Berliner. Den Berliner? Ja, den Berliner. Der Berliner ist dann halt mit Käse und Gemüse. Genau. Welche Soße empfiehlst du dazu? Ich persönlich würde die Knoblauchkräuter, die Adams nehmen, die Adams Chili. Wenn es ein bisschen süßlicher soll, Joppi oder Cocktail? Joppi, Cocktail auf keinen Fall. Nimm die beiden Adams. Die beiden Adams? Ja. Okay. Tzatziki oder Esme? Esme auch ein bisschen, ja. Ja, gerne. Danke. Das ist zum Beispiel meine Pizza Pommes. Pizza Pommes? Noch nie gesehen, wow. Das ist einfach nur mit Tomatensauce, Pommes und dann Käse, ne? Ja, aber ja klar, aber spezielle Pommes nicht roh. Ja. Noch nie gegessen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal sowas gegessen habt. Oh, was, Hähnchenfleisch? Hähnchenbrust, ja. Boah, das sieht aber auch gut aus. So. Hollandaise. Und dann ab in den Ofen. Das heißt, am Wochenende bietest du auch Steak an, ne? Genau, jeden Samstag haben wir immer Thunafleisch, Steak, 100% Fleisch. Mhm. Schmeckt auch mega, ist eine ganz andere Liga. Ja. Würde ich jedem nur empfehlen. Das ist immer der schönste Teil an meinem Job, wenn man Döner testet. Und zwar der erste Biss an einem neuen Döner. So eine Kamera aufstellen. Ich muss das immer so leicht schräg tun, weil man sonst den Döner nicht sieht. Ohne Kamerabonus hat er mir versprochen. Bitte schreibt in die Kommentare. Wenn wir weniger bekommen, ja, dann meckern wir aber hier. Das muss kleckern. Ich nutze die Schale gleich als Suppe. So. Boah. Ich habe hier ein bisschen rumgesaut, aber so muss das. Ich hatte noch nicht so einen richtigen Biss, wo ich alles hatte. Deswegen warte ich kurz mit dem ersten Eindruck. Fleischtest. Ich bin glücklich. Aber ich kann nicht beruhigen. Sehr, sehr stark. Ihr habt es vielleicht gehört, wie kross das Brot ist. Ne? Guck mal, ich kann das fertig. Ja, wir hören jetzt nicht ans Mikro halten, aber. Habt ihr es gehört? Der erste Biss ist so ein Crunch, aber doch von innen weich. Also es ist nicht zu krass übertoastet.
Wir werden sehr gut. Natürlich zerbröckelt das jetzt hier mit der Soße. Vielleicht seht ihr das. Kann vorkommen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, nicht so wild. Was mir noch an dem Fleisch auffällt, ist, dass er so seinen eigenen Saft hat. Du hast einen eigenen Fleischgeschmack. Ist jetzt nicht so stark übertont durch die Soße, sondern du hast wirklich einen Fleischgeschmack. Du schmeckst das Brot, die drei Soßen, das Gemüse geht etwas unter, muss ich sagen. Aber ich bin trotzdem positiv überrascht, weil ich habe keine so gute Erfahrung mit Döner, mit Gemüse. Weil das frittierte Gemüse hat ja auch sein eigenes Fett. Manchmal ist es einfach zu ölig, das Brot. Und dann schmeckt das nicht. Wenn du viel Öl mit einer Soße mischt, kombinierst, dann hast du immer so automatisch, hast du keinen Geschmack mehr irgendwie. Aber hier ist das nicht so. Das Ende ist auch mal sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel hier reichlich Soße, reichlich Fleisch. Salat jetzt nicht so, sehe ich jetzt nicht, aber das ist nicht schlimm. Fast am Boden angekommen. Schöner wäre es natürlich, wenn da auch Salat wäre, aber es ist immer so schwierig. Mit dem Salat oben reinpackst, dann, dass unten auch noch was übrig bleibt. Ne? Erster Eindruck, Döner aufgegessen jetzt. Super. Machst auf jeden Fall nichts verkehrt. Kann ja gleich noch mal ein rohes Fazit abgeben. Mal gucken, was er noch zu erzählen hat. So, Chef. Erzähl mal. Komm mal her. Soll ich ehrlich sein? Auf jeden Fall. Hat mir nicht so gefallen. Oh, wie kann das sein? Was hat dir nicht gefallen? Spaß. Sofort. Ey, guck mal, das ist schon mal eine gute Einstellung. Du fragst direkt, was hat nicht gefallen, damit ja, ich verbessern kann. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit immer so einen Fehler gemacht, dass ich am Anfang voll euphorisch war. Ich habe den gegessen, da fand ich immer alles toll, muss ich eigentlich sacken lassen. So. Aber so der erste Eindruck, kann ich dir sagen, gefällt mir sehr gut. Also das Brot war schön knusprig, so von außen hast du wirklich perfekt den Toaster gehalten. Ist ja auch immer so entscheidend, nicht zu lange oder nicht zu kurz. Was ich von Gemüse, ich habe ja am Anfang gesagt, ich will kein Gemüse. Genau. Weißt du, warum ich das immer sage? Weil ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt. Wenn das Grillgemüse zu ölig ist und dann kommt noch Soße rein, weißt du, was ich meine? Dann ja, vermischt sich das. Fettig. Genau, ja. Aber hier war das nicht so. Ja. Ich weiß nicht, was du mit dem Gemüse machst. Wie machst du das denn? Nein, egal. Das ist Familien. Okay, ist wohl gar ein Geheimnis. Ja, ist vollkommen okay. Ja. Weil das hat sich in den eineinhalb Jahren für uns, haben wir das optimiert. Hm. Weil wir hatten das Problem auch, in der Fritteuse geht gar nicht. Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Dann, ne? Ich weiß ganz so genau, was ölig, meinst, das ist auch, was ich gerade in die Kamera gesagt habe. Das Öl auf oder das Fett ja, genau. von der Fritteuse auf. Ja. Und dann hast du es automatisch da drin. Ja. Ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Und das war hier nicht so. Deswegen war ich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Und die Soßen auch selbst gemacht, alles. Hausgemachte Soßen. Bis auf Yupi ist alles hausgemacht. Ja. Kann ich auch nichts gegen sagen. Also ich fand es jetzt nicht scharf, aber ich kann auch scharf gut vertragen. Das ja, wenn Fleisch, du die rausgeschmeckt hast. Das Fleisch hatte aber auch seine eigenen Geschmack. Ja, weil ich habe ja so ein Stück Fleisch rausgeholt, habe genau. Da geguckt, das war auch so mit Fett, so irgendwie so mit Öl, so ein bisschen. Dadurch kriegst du diesen Fleischgeschmack. Absolut. Weißt du, es war nicht zu trocken. Ja, da weißt du doch besser als ich, da gibt es von bis. Ja. Und wenn du das billig so holst, dann hast du eben. Weißt du, von welchem Teil vom Tier das ist, das Fleisch? Oh, müssen weißt du nicht? Ja, ist gut. Kalb auf jeden Fall. Ja, ja. Kalb. Salat frisch gewesen. Vielleicht hätte man das anders belegen müssen, dann machen das auch viele falsch. Wie das war jetzt nicht falsch, sondern nee, ja. Dass die Salat nur oben hatte, so ja. Viel. Weißt du, ich habe am Anfang nur Salat gegessen. Das okay. Ist vielleicht so der einzige Kritikpunkt, was ich sagen kann. Aber wie sollte man das denn sonst beschichten? Ist immer schwierig, aber ich würde Salat immer, also nicht oben drauf, sondern weißt du, so wie die Soße machst quasi. Auf einer Seite so ein bisschen Salat und dann kommt Fleisch drauf und dann kannst du je nachdem noch ein bisschen Schafskäse oben drauf, das ist okay. Aber ich hatte zum Beispiel Zwiebeln und so alles oben, so wie ein Deckel war das. Ja, ja. Hab dann gegessen, auch vieles runtergefallen so. Ja. Aber es kann passieren, ist halt ein Döner, ne? Und dann hat ja unten fast nur Fleisch und Soße. Okay. Das wollte ich schon damit sagen. Mein Hauptaugenmerk ist mehr die Pizza und das Vegane. Pizza läuft besser? Ja. Was heißt besser? Es läuft alles oder, gut. Ich kann jetzt nicht sagen, Döner ist schlechter wie Pizza ja. Oder vegan ist schlechter ja. Wie beide zusammen. Das kann ich nicht sagen. Ja. Ich habe auch wirklich Liebe gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier bist du als Mensch gesehen, das ist mir enorm wichtig. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Wir sind wirklich anders aufgenommen worden hier in Rheine. Du kommst immer auch sehr, so wie ein herzensguter Mensch rüber. Ich versuch's. Hab jetzt, das war jetzt mein erster Döner hier in Rheine. Ja. Bin sehr froh auf jeden Fall für die Empfehlung. Danke nochmal. Könnt ihr immer vielen Dank, echt besten Dank. Ihr könnt wie immer eure Empfehlungen in die Kommentare schreiben, das ist kein Problem. Ich check die Läden dann ab, so wie hier jetzt. Und ja. Macht's gut. Ciao. Hat mich sehr gefreut. Ist noch irgendwas los hier? Schön, dass du da warst. Hat mich echt stolz gemacht, dass ich so aus Osnabrück gefunden werde oder empfohlen werde. Ist so weit weg eigentlich. Nein, eigentlich nicht, aber trotzdem ist ja eine Stadt für sich, wo genug Gastronomiebetriebe sind. Und deswegen finde ich das schon
Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Nein, lass mal ruhig, dann machen wir so. Ja. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und ja. Mich auch, auf jeden Fall. Fazit gebe ich dann nachher im Studio nochmal ab, bisschen ausführlicher. Und ja, er muss jetzt auch wieder los und weitermachen. Super netter und sympathischer Typ auf jeden Fall. Der Weg hat sich gelohnt, das kann ich so in aller Deutlichkeit sagen. Kommen wir nun zu der Bewertung. Ich bin jetzt im Studio angekommen und ich werde mich auch relativ kurz halten, weil das meiste habe ich ja schon gesagt, auch im Laden, auch vor dem Chef, habe ich das meist schon erwähnt. Und ja, ich war bei Adams in Rheine, habe da den Döner getestet mit Kalbfleisch, Döner Berliner Art. Fand ich vom Gesamtpaket her super, super gut und der Laden hat... Boah, lass mich lügen, 4,7, 4,8 Sterne-Bewertung. Sehr, sehr stabil und würde locker, locker hier in Osnabrück auch mithalten. Super sympathischer Inhaber. Er hat sich nochmal die Zeit genommen, mit mir ein bisschen zu quatschen. Fand ich wirklich sehr, sehr nett. Hat mir noch ein paar Details mit auf den Weg gegeben. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Kann nur sagen, das ist der Döner. Das lohnt sich auf jeden Fall, den zu testen. Wenn ihr dort seid oder wenn ihr dort wohnt in Rheine, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Lieblingsspot werden könnte. Ich kenne mich jetzt in Rheine nicht so sehr aus, was die Gastronomie angeht, was die alles da zu bieten haben. Was vielleicht mir nicht so gut gefallen hat, war, das kann ich vielleicht als erstes sagen, dass der Salat, also dass der Döner nicht optimal belegt war. Das habe ich Ihnen auch direkt gesagt. Ich hatte Fleisch, ne, an den Seiten Soße, hat er schon richtig gemacht. Und oben war relativ viel Salat. Ihr habt es ja gesehen, ich hab das Ding angefasst und hatte fast die Hälfte hier so auf meiner Hand noch drauf von dem Salat. Zwiebeln, Rucola, Käse und so weiter. Manchmal ist weniger mehr und das wünsche ich mir auch beim Döner, bei dem vor allem, weil es war schon extrem auffällig, sonst kriegt man das relativ noch gut zu. Aber da war ich wirklich kurz davor, eine Gabel zu holen. Ich bin absolut kein Fan, eigentlich eine Gabel zu essen, gerade einen Döner. Sondern ich muss das Ding, muss schön, eine ordentliche Griff haben. Aber wenn ich es zusammendrücke, auch vernünftig essen können. Ja, da ist natürlich alles zusammen runtergefallen. Wie man das vermeiden kann, ja, müsst ihr auch ausprobieren. Ne? Ob ihr jetzt weniger Salat nehmt oder ob ihr vielleicht ein bisschen Salat tut und dann Fleisch und dann wieder ein bisschen Salat, müsst ihr experimentieren. Ich habe es noch nicht versucht, aber müsst ihr mal schauen. Auf jeden Fall fand ich den Döner nicht optimal belegt. Das ist so mein einziger Kritikpunkt. Die Soßen, hausgemacht, kann ich auch nicht sagen. Scharf war für mich jetzt nicht scharf, aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Das Fleisch war saftig. Ne? War für mich Standardgewürz, sage ich mal. Also es war jetzt nichts Außergewöhnliches, muss man an der Stelle auch sagen. War nichts außergewöhnlich, aber hat lecker geschmeckt und darauf kommt es ja an. Ne? Wenn ich in ein Restaurant gehe, will ich ja erstens, dass ich satt werde, zweitens, dass es mir schmeckt und drittens, dass ich danach keine Flitzekacke oder so habe. Ne? Ich muss kein Sternekoch, also von einem Sternekoch bedient werden oder bekocht werden. Ich gehe in eine Dönerbude. Das vergessen so manche. Und das sollte man auch in einem Test natürlich berücksichtigen. Deswegen sage ich, vollkommen zufriedenstellend war der Döner. Absolut zu 100%. Hat mir gut gefallen, hat mir geschmeckt. Salat frisch gewesen. Fleisch schön fresh. Ne? Eine eigene Fleischnote gehabt. Und jetzt vielleicht noch etwas Wichtiges. Gemüse. Ich habe ja Berliner Art bestellt. Ich habe, das sage ich so offen und ehrlich, keine gute Erfahrung mit Gemüsedöner. Außer in Berlin. Das ist Rüyam Gemüsekebab. Das ist nochmal Next Level, finde ich. Aber hier in Osnabrück und Umgebung habe ich keine gute Erfahrung mit Gemüsedöner gemacht, weil das Gemüse ja auch frittiert wird und zusätzlich noch voller Fett und Öl ist. Und wenn das dann in Kombination mit dem Fleisch, was eigentlich auch immer relativ fetthaltig ist, und dann noch die Soßen dazu, dann hast du komplette Überschwemmung und es ist dann, vielleicht kennt ihr das, vielleicht fühlt ihr das für diejenigen, die jetzt zu Hause kochen, wenn du Öl mit Wasser oder irgendwie mit Soße, irgendwie, wenn das binden soll oder sich vermischt, dann schmeckt das so komisch, das verfälscht den Geschmack von der Soße zum Beispiel. Hier war das nicht so, das war nicht so ölig. Ich habe es deutlich schlimmer erlebt, wo ich wirklich kurz davor war, den Döner nicht mehr zu essen. Aber hier war es nicht so, es hat wirklich super gepasst, es war sehr stimmig, kam jetzt nicht so krass heraus. Ich fand das Gemüse, ja, ich hatte ein paar Komponenten im Mund, so, ob es jetzt Möhren waren, Kartoffeln oder Aubergine, die ich da jetzt gesehen habe. Hat aber gepasst, war stimmig. Der Döner war so ein Komplettpaket. Ich kann jetzt nicht sagen, das Brot war nicht gut, die Soße war nicht gut, das Fleisch war nicht gut, sondern es hat irgendwie alles gepasst. Was man vielleicht noch eine Sache kritisieren könnte, war, dass ich an dem Brot so einen Riss hatte und die Soße ist da so ausgelaufen. Aber das kann halt passieren, das ist halt so. Ja, das ist vielleicht ein Kritikpunkt und halt, wie man den Döner belegt, wäre vielleicht auch noch so ein Punkt, was mir nicht gefallen hat. Aber der Rest, wie gesagt, das war so ein Komplettpaket. Da kannst du essen gehen. Mir geht's gut, mein Magen geht's gut und ich bin vollkommen satt. Adams Döner in Rheine ist definitiv empfehlenswert. Könnt ihr gerne abchecken, Leute. Macht ihr überhaupt nichts verkehrt. Was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, die haben auch vegane Sachen und das läuft wohl noch besser. Also vegane Pizzen, veganen Döner haben die da auch. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich habe eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Es war halt einfach nur ein Döner, ne? Es war halt so ein klassischer Döner. Ich habe eigentlich die wichtigen Dinge genannt und der Chef, wie gesagt, war super sympathisch. Dann würde ich sagen, Leute,
das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefällt. Wir müssen ein bisschen pushen, weil aktuell ist Insta Boom. Da geht's gut ab. Knapp 8000 Follower. YouTube hängt noch ein bisschen hinterher. Deswegen lasst noch ein Like da. Kostenlos abonnieren. Ne? Könnt ihr gerne machen. Oder macht es, um den Kanal zu pushen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Kuss geht raus.